Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und ihren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger.
Zirkus der Werte. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Unheimliche Dr. Tannenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld wirklich nicht gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich das verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Für wen hält er sich eigentlich? Komm schon! Ich will bloß reden! Scheißdreck! Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Ja, zeig mich an, du Arsch! Zeig es mir! Mein Gott!
Mein Gott, es ist wunderschön. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sander aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Und jetzt... Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Geh! Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Und so kam ich nach Amerika. Jeder selbst die Früchte seiner eigenen Arbeit erntete. Wo man von der Schärfe seines Geistes profitierte. Von der eigenen Muskelkraft. Von der Macht des eigenen Willens. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Kohn ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Feigling! Ah!
Ein Geschenk. Schön, ja? Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie liebten. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß... Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Auf ihn halt! Du steckst ihn aus wie die anderen!
wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben, meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Thank you.
So ist's recht, Jungs. Legt euch mit meinen Gizmos an. Für den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Ja.
Fang ein bisschen zu träumen, Robby. Ich hab die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Kiburz und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen.
Bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich schicke dir Furunkel! Dass wir uns im Krieg befinden, wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eve's Apple Penicillin fressen. Abschlagschläger greifen uns pausenlos an, diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Für die Haie, süßer Engel. Spleiser schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe,
Naja, ich hoffe mal, ich hab recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Eine Stadt auf dem Meeresgrund, das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt der Ball in die Luft. Naja, wer nicht wagt...